Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und wir sind hier zurück bei Scrap Mechanic zusammen mit dem Jonas. Ja, Ja, der erstmal und. zurücklaufen muss, ewig lang. Ja, und wir sind jetzt dabei, wir müssen hier irgendwie. Ja, gut, wir müssen jetzt halt unsere Farm hier wieder hinbauen, aber das ist ja alles halb so wild. Das hört sich mal bei dir wie eine Klospülung einfach. Ja, ist aber nur die Spülmaschine. Ich frage mich halt, warum gibt es jetzt hier kein so ein Farming-Bot oder so. Das wäre geil. Ja, oder vielleicht müssen wir noch irgendeinen anderen Bot bauen, mit dem wir dann den Farming-Bot bauen Vielleicht, können. ja. Aber das glaube ich, also weiß ich nicht, irgendwie ist es komisch, dass es das überhaupt nicht gibt, aber ja, Jetzt was weiß erstmal ich. brauchen wir 60 Eisen. Also 60 von diesen speziellen Eisendingern. Ich stell mal eben 10 her. Oh wow, jetzt bin ich schon wieder hungry. Wie viel hat denn nochmal diese Kiste gekostet oder was das war? Ich glaube 40. 10. 40 von den. Oder 10 mit der anderen. Warte, sollen wir den Kühlschrank bauen eben? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er deutlich weniger Platz als die Chest, oder? Ja, aber den brauchen wir, glaube ich, eher für unser Essen, oder? Denkst du, es hält sich da länger? Ich glaube, Ich das baue es Essen jetzt läuft gar einfach nicht mal. ab. Ich meine, wir haben dadurch jetzt nicht so viel verloren. Das, was wir verloren haben, war diese Circuit Boards oder wie die heißen da, die wir von den kleinen Viechern immer bekommen. Jetzt haben wir die verloren. Achso, Naja, durch durch den das Kühlschrank. Herstellen, genau. Und wir müssen halt ein paar Muscheln nochmal schlagen, um Kleber herzustellen. Also von daher nichts Großartiges. Aber gibt es denn nicht noch andere Möglichkeiten, Essen herzustellen, außer über solche Farmen? Ja, wahrscheinlich mit dem Kuckel oder so. Ja, weil wir haben doch zum Beispiel dieses Wokfleisch. Ja, aber ich frage mich sowieso, warum man. Ja, wahrscheinlich braucht man den Cookbot, um alles Mögliche von dem zubereiten zu lassen. Pass auf, dafür brauchen wir doch diese komischen speziellen Blöcke da, die so seltsam ausschauten. Hier, entweder die Metal Block. Welche sind es? Die 3x10 oder die 2x10? Hm. Moment. Cookbot. Okay, die 2x10, davon brauchen wir 50 Stück. Ich denke mal, dass wir da auch wieder 10 in jeder Runde bekommen, sozusagen. Dafür brauchen wir Glut, Wasser und Metallblöcke. Also Glut oder Kohle oder irgendwie sowas. Haben wir ja in der Nähe gefunden. Und halt Wasser. Das sollten wir auch easy hinbekommen. Ne? Ja. Und dann hätten wir einen Cook. Aber es ist halt, da brauchen wir halt auch wieder viel Metall für. Also wir müssen mal losziehen und gucken, wo wir ganz viel Metall herbekommen. Ja, ich habe jetzt schon wieder 19 von den Dingern, das heißt, ich könnte 10 von den Special Blöcken da machen. Okay, sehr gut. Mache ich mal einfach. Ich stelle mal unseren Kühlschrank hier. Warte, wie war das nochmal? Wie konnte man den in der anderen Achse nochmal drehen oder geht das nicht? Ich glaube, du musst ganz oft Q drücken, bis dann die Achse dran ist. Ich stell den mal hier hin. So. Ja, siehst du, da können wir doch immer hier ein bisschen was reintun hier. Mit den Kartoffeln, die tue ich mal auch da rein, aber ich glaube, da müssen wir erst was mit herstellen irgendwie. Ja, ich frage mich gerade, wo meine Kartoffeln sind. Auch hier. Ich tue mal die Erde rein. Ach, die Erde kann man gar nicht reintun. Das ist wirklich thematisch sortiert dann hier nach Sachen. Kann ich die Samen reintun? Nee, das geht auch nicht. Ich tue mal hier eben nochmal Tomatensamen dort nehmen. Also wollen Ja, wir da jetzt kannst du nochmal mal eben das Feld neu los? anlegen, kurz mal? Wird gerade loslaufen. Ja, du Mit warst doch Gäste Karotten machen. und mit Tomaten oder was? Ja, genau. Und eigentlich müssen wir so ein. Tank, ja, wobei ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber eigentlich müssen wir so. Du hattest ja die Anleitung, wenn du mit so einem Tankfahrzeug dahin gehst mit einer Vakuumpumpe, dann kannst du irgendwas machen. Eigentlich kann man mit so einem Tankfahrzeug ja auch mal zum Meer fahren oder ganz viel Wasser holen für das Feld. Wenn wir dann rausgefunden haben, wie das geht. So,
Ich habe jetzt einfach mal angepflanzt. Ich habe jetzt nicht alles angepflanzt, weil nicht, dass uns dann alles verloren geht. Ja, ich hätte auch noch was gerade im Inventar, das stelle ich dann erstmal kurz hin. 15 Stunden. Jetzt schon wieder. Okay, ich laufe jetzt mal irgendwo in eine Richtung, wo ich eine Ruine sehe, ne? Ja. In der Hoffnung, dass ich auf dem Weg vielleicht ein paar Roboter finde, so wie den hier. Ja, wo hast du deinen Arm hin? Ich komme dir dann nach, wenn das hier fertig gegossen ist, genau. Ey, der hat einen Arm verloren. Ich wollte gerade sagen, der hat keinen Arm verloren. Ich war schon richtig traurig. So. Perfekt. Habe ich schon mal wieder ein bisschen Scrap Metal bekommen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, da müssen wir noch was Besseres finden. Um Scrap Metal zu bekommen, meinst ja. du? Ja, ich glaube, das wird einfach mit der Zeit, wenn wir dann mehr von allem haben. Also hier ist ein Riesenturm. Der ist aber auch schon so ein bisschen kaputt. Vielleicht kann dieser Refine-Bot aus den Logs, da steht ja nicht genau dran, was für Blöcke der da rausmacht. Ich nehme an, dass der jetzt nicht aus Holz anfängt, Metall zu machen. Ja, irgendwie muss man ja auswählen können, was der macht. Und, keine Ahnung. Aber es kann natürlich sein, dass wenn wir dem irgendwelche Metallsachen reinfüttern, dass der verschiedene Blöcke draus machen kann. Sowas wie so ein Zerhäcksler einfach. Ja, genau, bloß, dass ich halt. Ja, keine Ahnung, wir wissen ja noch nicht mal, wie man irgendwelche Baumstämme hier transportiert, absägt und so weiter. Ich bin tot. Und ich muss nicht? Eben respawnen und dort nochmal hinlaufen wieder. Ja, war ein Roboter oder was? Ja. Ja, ich hatte halt dann zu wenig Leben, um noch gegen alle Roboter da zu kämpfen. Und ich hatte halt keinen Bock irgendwie zu warten, um das Leben wieder herzustellen. Ja. Zum Beispiel aus dem Mais, ne? Da kannst du auch mit Sicherheit auch Essen herstellen, aber wahrscheinlich erst der Cookbot dann. Weißt du? Ja, genau, das meinte ich, dass du halt da. Deswegen, der ist, glaube ich, schon recht wichtig für uns. Bloß dafür brauchen wir erstmal Scrap Metal. Genau. Ich glaube tatsächlich, der Cookbot ist mit am wichtigsten gerade für uns. So dumm es klingt, aber. Ja, ich meine, Kleidung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich frage mich überhaupt, warum es das gibt. Vielleicht will man. Alter, da ist noch einer. Dass es irgendwie Kleidung gibt. Alter! Praktisch Rüstung ist. Die Frage ist jetzt, ich bin jetzt zweimal gestorben. Ist mein anderes Inventar jetzt weg oder bleibt es da liegen? Nee, es bleiben beide liegen, okay. Mann, vielleicht sind Klamotten doch nicht so unwichtig. Bestimmt kann man da dann irgendwelche Rüstungen machen oder sowas, damit man mehr aushält. Genau. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Ja, ich habe mich das eh schon gefragt. Vor allem war der ja nicht ganz günstig, glaube ich. Ja. Aber dass man sich nicht wenigstens irgendwie so ein paar Platten an den Körper heften kann oder sowas, ne? Schwede. Da läuft man jetzt schon wieder einen halben Tag hin und her und für was. Da freue ich mich, wenn ich dann mit meinem schönen Tankwagen hier. Es ist halt die Frage, wie funktioniert es so? Was kannst du bauen, um Wasser zu bekommen und sonst was? Was war denn das vorher, wo du mit deinem Sauger da, mit deinem Saugwagen da hinfahren konntest, rückwärts? Da konntest du Essen irgendwie, also so Tomaten und sowas reinmachen. Aber was es dir halt bringt, weiß ich nicht. Kommt halt irgendwas denn hinten raus bei der Maschine, aber ich weiß halt nicht, ach, was. Wahrscheinlich Dünger, oder? Vielleicht. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn du irgendwie einen Tankwagen und eine Pumpe hast, dass du damit nicht einfach ans Meer fahren und das aufsammeln kannst. Das wäre echt komisch, wenn man, wenn das Spiel darauf ausgelegt ist, dass du hier den ganzen Rest der Spielzeit damit verbringst, mit Eimern hier rumzulaufen. Mit dem ganzen Inventar voll Eimer. Okay, Jonas, also ich habe jetzt hier schon 4 Roboter oder sowas gekillt. Ja, jetzt könnte ich auch mal hinterherkommen. Jetzt haben wir zwar nur noch 11 Stunden, aber müssen wir halt auch jetzt erstmal wieder was zu essen. Aber ich habe ja noch so einen Energy Drink. Ich habe tatsächlich gar nichts. Richtig gut. Das
Hier ist gerade echt so eine ewig lange Treppe nach oben. Ich hoffe jetzt, dass ich die Roboter ziemlich schon weg habe. Was kann man denn hier alles wissen, wenn man nichts angebaut? Gar nichts, oder? Okay, hier gibt es nichts mehr. Wir können also hier nur noch in das Haus rein. Kurze Info, Strohhaufen kannst du mit dem Hammer weghauen. Okay, und was ist dann da? Manchmal verstecken sich halt Sachen drunter. Okay. Kisten oder so. Alter! Ah, ich sehe schon. Oh, der hat mich gefunden. Oh, oh. Alter, Jonas, wann bist du mal da? Ja, ich komme schon gerade die Treppe hoch. Ich habe jetzt zwei Leute, die heiß auf mich sind. Zwei Roboter, die richtig Bock haben. Ah, ich sehe schon, ja. Und ich habe nicht mehr Full Life. Ja, ich versuche gerade hinterher zu kommen, um die von dir abzudingsen. Ich laufe immer im Kreis, also. Ja, gut. Okay, einer ist bei dir. Ja. Der andere ist runtergefallen, der muss erst wieder hochlaufen. Den schnapp ich mir jetzt. Bei mir ist das Fenster zugegangen, ich glaube so. Ja, aber du hattest ihn tot. Sofern ich das gesehen habe. Ja. Ja, ich bin irgendwie auf. Keine Ahnung, eigentlich dürfte er gar nicht auf der Taskleistung das auswählen können, aber ich habe einfach ein anderes Fenster plötzlich im Vordergrund gehabt. Oh, Tomatensamen, das ist ja echt toll. Ich fände es toll, was zu essen oder was zu trinken zu finden. Weil ich habe jetzt tatsächlich gerade gar nichts zu essen mehr dabei und ich verhungere gleich. Ich auch. Hast du wenigstens irgendwas dabei? Nö. Aber erstmal verdurste ich, glaube ich, bevor ich verhungere. Und wir haben auch nichts in der Base. Weil man kann ja nichts aus Kartoffeln machen. Ja, weil du außerdem zugelassen hast, dass unsere Felder komplett abgeerntet werden. Okay, in der Chest war nichts drin. Doch, die habe ich schon. Da war auch nichts zu essen, oder? Nee, nur das Arm. Du hast die unteren Stockwerke schon geplündert, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt, vielleicht. Ja, ich laufe einfach mal hier innen runter. Pass auf, ich habe hier noch eine Kiste gefunden. Wow, ein Fels ist da drin. Richtig. Oh. Ich habe eine Farbpatrone gefunden, weißt du? Ja, die hat uns noch gefehlt. Ich habe eine Karotte gefunden. Okay, ja, das hilft mir gerade schon sehr weiter. Ja. Oh Gott. Okay, weißt du, sonst jetzt können wir irgendwo weiter erkunden. Eine Karotte, was soll das? In so einer grünen Kiste, weißt du, die man zerschlagen muss, war das. Ja. Da ist ja alles Mögliche drin. Aber ich gehe jetzt nach Hause und düngen die Felder, damit sie schneller wachsen. Und ich erkunde eben das Häuschen hier weiter. Ja. Man kann da nämlich noch nach ganz oben. Ja, wenn du damit fertig bist, kannst du ja auch nach Hause kommen, weil dann ist wieder die Erntezeit hier bei dem Dude. Wenn ich es noch nach Hause finde, ich bekomme jetzt schon wieder Schaden. Oh, ich habe noch eine Banane bekommen. Erste Mal da geblieben, ne? Und ein Radieschen und eine Batterie. Alter, das war eine krasse Kiste. Okay, es gibt anscheinend noch gelbe Kisten oder goldene Kisten oder so. Jedenfalls diese noch krasser, die man so zerschlagen kann. Da habe ich einen Sitz drin gefunden und einen Energy Drink. Und noch irgendwas, ich weiß nicht mehr. Siehst du mich? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich bin hier gerade. Bin ganz oben auf dem Häuschen jetzt drauf, auf dem Berg. Auf dem Häuschen, auf dem Berg, ja. Muss ich eigentlich verstehen, was hier beim Fertilizen passiert? Nee.
Okay, ich esse mal eben die Banane. Bananen sind echt gut. Aber weiß ja nicht, so Sachen wie Bananen zum Beispiel, machst du da den Samen draus oder kannst du die so einpflanzen? Guck mal, Kartoffeln zum Beispiel müsstest du eigentlich so wieder einpflanzen können, aber. Ja, theoretisch, aber du kannst sie auch nicht mal so essen. Ja, das ist halt echt ein Problem. So, ich gucke gerade hier durch, was man vielleicht noch so mitnehmen kann. In dem Tower hier bist du aber nach unten schon gegangen, oder? Also im Haus. Nur eine oder zwei Etagen, ich glaube nur eine. Ja, okay, du kommst auch nur eine Etage weiter nach unten. Wenn hier jetzt, ja gut, dann habe ich das nicht übersehen. Wenn hier jetzt nichts langsam reif wird, dann sterbe ich jetzt gleich. Und es gibt anscheinend keinen Fallschaden. Doch, aber der Ja, oder du erst musst bei. halt übel weit runterspringen. Ja, das stimmt, ja. Okay, Also ich habe ein geht's paar dann echt nicht. gute Sachen gefunden jetzt hier. Ja, dann komm mal wieder, weil jetzt sind noch weniger als 5 Stunden und ich sterbe gerade. Was brauchst du denn schon wieder zu essen? Ja, zu essen und zu trinken. Bin auf dem Weg, dann kann ich dir ein Energy hinschmeißen oder irgendwie sowas. Ja, in der Zeit werde ich schnell mal schlafen gehen. Bist du schon Das ist. komplett tot oder? Nee, Hälfte. Ah, okay, ja, dann geht's ja noch. Oh, die Ja, gut. Karotten sind Ey, fertig, wo sind oder? jetzt hier die Betten Nee. hier? Ach so, durch Fertilizer ist es jetzt nach oben gegangen. Aber den Fertilizer musstest du doch aus Samen herstellen, oder? Nee, den hatten wir halt Ach so, irgendwo. hatten wir durch irgendwas anderes. Okay. Aber nee, es hat sich tatsächlich nichts geändert an den 65 Scrap 19 Metal Betten. habe ich. Dann werde ich das Also mit gleich der mal Physik umwandeln, ist oder? auch heute richtig. Ja, das wäre doch gut, die 65. Ich habe auch einiges, aber das, ich weiß noch nicht wie viel, weil das in meinem Lootberg hier ist. So, Moment, ich stelle das gerade alles her. Hast du gesehen, dass ich dir da einen Energy Drink hingeschmissen hatte? Ja, vielen Dank. Soll ich einfach mal hier upgraden, den Craftbot? Ja, mach mal. Okay, wir haben aber, glaube ich, jetzt nicht mehr Parts dadurch bekommen. Zumindest sehe ich nichts, was sich da verändert hat. Ja, aber unten ist das Ding freigeschaltet, Ja, oder? genau. Ja, oder vielleicht ist es schneller oder was weiß ich. Was wäre ein bisschen sinnlos, wenn der einzige Vorteil wäre, dass man mehr Sachen in die Schlange einreihen konnte. Ich stelle mal auch von diesen Blöcken welche Na hin gut, her. irgendwann macht's halt schon Sinn, aber. Ja, ich habe jetzt auch nochmal 20 von den Blöcken in die Schlange eingereiht. Ja, das ist gut, ich habe jetzt schon 60. Ja. Also ich kann jetzt damit schon so einen Roboter da herstellen. So einen. So ein Aber noch Cookbot. 2 Stunden, dann kann ich mal eben gucken hier. So ein Refine-Bot. Achso, dafür fehlen mir aber jetzt noch zwei von diesen Kisten da. Hier, wie heißen die? Nicht die Circuitboards, sondern die anderen da. Aber ist nicht ein Cookbot erstmal, du Hast du. meinst von Component Kit? Ja, genau. Ja, davon habe ich drei, warte. Soll ich denn mal so ein. Ich würde tatsächlich erstmal auf den Cookbot sparen. Ja, dann müssen wir aber noch die anderen Blöcke da herstellen. Und die waren ja noch ein bisschen komplizierter, ne? Ja, aber dann sparen wir halt darauf, Dafür bevor wir brauchen wir die. denn noch Kohle und ganz viel Kleber. Welche Blöcke sind das jetzt? Sind es die Concrete Block 2x10 oder 3x10 oder Metal Block 3? Die 2x10 oder was das war, glaube ich. Aber da brauchst du. Achso, da brauchst du. Ja, okay. Ja, aber dann lass uns doch darauf sparen und jetzt sind noch 1 Stunde hier. Also zwei, aber. Okay, damit kann man Delicious Food herstellen, was auch zum Reviven von gefallenen Freunden da ist. Ja, das bietet sich ja an, wenn ich mitspiele. Ja. Definitiv. So, Obwohl das für und. uns jetzt hier gerade eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wenn wir Ja, halt aber es sterben, nervt dann. halt dann Ja, doch. okay. Kommen wir halt wieder genau dahin, so. Genau, und später, wenn wir dann auf längere Tour sind, mal dann. Interessant fände ich es halt wirklich, wie können wir es schaffen, dass unsere Farm nicht entdeckt wird und es hier nicht
runterkommen. Vielleicht können wir das mal in der Aufnahmepause mal herausfinden. Entweder das oder wir probieren einfach hier die Wand drumherum zu bauen und schauen dann in der nächsten Nacht, was passiert. Aber wir bräuchten noch mehr von diesen Platten und die haben wir nicht. Ja, wir können ja ein bisschen die vom Auto wegnehmen. Das ist ja im Prinzip nur Dachgepäckträger da. Wir müssen eh mal das Auto ausladen, wenn man so will. Ja, die Und ganzen Schränke das. müssten wir mal in die Garage stellen eigentlich, ne? Genau. Unsere Unsere ein Getränkeschränke, die nichts bringen, leider. Ja. Halt unsere Einkäufe und das riesige Oh, Euter können wir irgendwo das ist hin. fertig geworden. Seltsame Möhrenpflanzen, aber ja. Ja. Ich meine, man kennt es, Möhren wachsen immer in so einem Aber Kürbis geht oder gut, die was das Tomaten ist. sind ja auch ein bisschen seltsam, wenn man es so will. Ja, die sind alle seltsam. Ich hätte bloß gerne Kartoffelkanone, bloß wir haben noch nichts herausgefunden, wo man die herstellen kann. Ja, gut, jetzt in Position. Okay, los geht's. Ja. Da vorne kommt einer auf uns zu. Ja, machst du den? Da kommen zwei. Ich Ah, nehme der den läuft einen linken. Umweg, aber. Am Feld ist einer, komm. Ja, okay, jetzt ist es schon fast wieder zu spät. Oh, der kommt Ja, von aber mir. hier kam auch noch einer, da konnte ich nichts Ja, so machen. ein Scheiß, ey. Ja, okay, das ist echt kacke, da müssen wir uns was ausdenken, aber ein bisschen was hat es geschafft. Das war aber so ein spezieller, oder? Wenn der hier so einen Nee. Arm hat fallen lassen, so ein Nee, großer. das war so ein Orangener halt. Ja. Das war beim letzten Mal halt auch, da waren irgendwie drei von den Orangenen und vier von den Grünen oder so. Und da hast du halt alleine keine Chance. Ja. Gut, jetzt sind ein paar Rotten weg, aber ein paar haben wir auch. Oh, jetzt habe ich irgendwas anderes weggenommen. Was habe ich denn jetzt weggenommen? Okay, gerade sind auch einige Tomaten reif geworden. Ich stück mal kurz den Kühlschrank. Ja, Moment, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen was vom Fahrzeug geholt. Wie teilt man denn Stacks hier? Wenn ich nur die Hälfte nehmen möchte? Geht nicht. Gut, dann halt nicht. Hier haben wir noch ein Wellblech da. Ich meine, die Leute können uns das ja eigentlich auch einfach mal in die Kommentare schreiben, oder? Ja, da müssen wir schon gar nicht irgendwie. Ich meine, wir machen es wahrscheinlich trotzdem, aber schreibt es ruhig mal in die Kommentare, wie ihr es gelöst habt. Das wäre nämlich mal ganz interessant. Für uns. Ja. Ich gehe mal zum Auto und hol das ganze Zeug. Ja, ich habe da schon einiges von abgebaut. Ja. So, ja, okay, eigentlich ist hier jetzt nichts mehr drauf. Noch den Obststand können wir noch wegmachen. Und das Schild und die ganzen Klorollen. Wahrscheinlich ist der Spritverbrauch auch vom Gewicht abhängig, nehme ich mal an. Ja, so ist das nicht schön. Ja, so soll es mir lang. Ja, was haben wir denn sonst noch so? Diese ganzen Containersachen hier. Das ist halt so. Was kann man damit machen, so, ne? Wie gesagt, vielleicht können wir wirklich aus sowas hier Scrap Metal herstellen. Aus diesen ganzen Lagerkisten hier. Ja, oder das ist halt wirklich nur die Deko. Ja. Und was machen wir mit 20 Rollen Klopapier? Turm bauen. Ich habe schon mal ein Do Not Enter rangepackt hier.
beleuchte gerade mal eben unseren Garten. Damit er noch leichter gefunden wird. Mach das, ja. So. Perfekt. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Oder Nacht. Oder mir egal, wann ihr das schaut. Aber Hauptsache ihr schaut's. Alter, wieder richtig böse. Na gut, genau. Also wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Tschüss.